Ahoi, was geht ab, Leute, Hunger? Es ist Montag, es ist Max Out Monday. Ihr macht so schnell ein paar Pokémon. Unter anderem, ich weiß nicht, wie der heißt, diese Kaulquappe. Und zack. Oder hat er noch eine Entwicklung? Nee, der hat, glaube ich, noch eine Entwicklung. Den habe ich noch gar nicht entwickelt. Aha. Ich habe auch nicht so viel Stopp gemacht, wie ich geplant hatte. Ich dachte, ich ende die Woche vielleicht mit, oder starte die Woche mit vielleicht 1,8 Millionen oder sowas. Ich habe gerne unten in den Kommentaren, wie der Seed gestern lief und was ihr natürlich heute gemaxt habt. Der Dex-Eintrag, alles klar. Okay, den maxt man jetzt einfach. Instant Push. 225.000. Okay. War knapp über Level 20. Ja. Fertig mit dem ersten. Dann haben wir noch den hier. Der ist zum Glück schon relativ hoch. Kostet nur 150.000. Auch nicht schlecht. Okay. Dann haben wir noch den. Hätte ich eigentlich schon im Oktober oder November für Halloween maxen sollen. Keine Ahnung, wieso ich es nicht getan habe. Und damit fallen wir leider wieder unter die Million, glaube ich. Von dem brauche ich noch ein Shiny und es hängt gerade leider. Shiny Lucky natürlich. Bam! Oh ne! Wir bleiben noch über der Million. Nice. Es fehlen nicht mehr viele. Und dann, ja, keine Ahnung, was dann. Was mache ich dann? Und die Box ist natürlich auch noch am Start. Die machen wir auch noch schnell auf. Und dann starten wir den Tag, starten wir die Woche. Wie immer jeden Monat eine Box am Start von den Kollegen von Woodbox. Link ist in der Beschreibung mit sogar einem Rabattcode. Ich habe das schon mal aufgemacht, weil ich dachte, das ist eine Bestellung von mir. Normalerweise haben die eine extra eigene Box-Paket, wo man das dann erkennt, aber diesmal nicht. Wer weiß wieso. Aber ich dachte, es wären meine neuen Deos. Ich habe meine Deo-Sammlung nämlich mal wieder aktualisiert. Da dachte ich mir, boah, geil, neue Deos. Aber nee, es war Woodbox! Wuhu! Da! Hier ist es zu erkennen, Woodbox. Schau mal, doch mal. Ich habe irgendwas mit Pokémon gesehen. Ist die Anleitung? Nee, danke. Mario. Geist. Draufsetzer. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Es heißt Pentopper auf Englisch. Hier, das Shirt diesmal. Ich habe schon mal eins bekommen. Ich weiß nicht, ob es auch von denen war. Das war mit Glumanda im selben Stil. Jetzt habe ich einfach Gengar. Ey, Gengar. Passend. Also erstmal ist es derselbe Stil. Das heißt, ich habe schon mal zwei von denen. Aber es ist Gengar passend zum übernächsten C-Day, denn Horlio und Nebula haben die Abstimmung gewonnen. Pac-Man. Pac-Man Salz- und Pfefferstreuer. Auch nicht schlecht. Süß gemacht. Hier nochmal für euch. Pin, California. Out of time. Sagt mir absolut gar nichts. Für die Pin-Sammlung. Und dann haben wir wie immer eine Popfigur am Start. Ghostbusters. Dr. Peter Venkman. Jetzt würde irgendjemand die Namen von den verschiedenen Leuten wissen. Von den verschiedenen Bastern. Ich kenne nur Slimer. Jo, das war's. Von mir, von der Woodbox, von Max on Monday. Wie gesagt, schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr heute gemacht habt. Ansonsten viel Spaß, viel Erfolg die Woche. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon CS Business.